So Freunde, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin immer noch in München hier bei Max. Servus nochmal. Hi. Schön Corona-konform die Hand gegeben. Absolut, aber hier ist es noch alles safe. Wer weiß. Wer weiß. In 2 Wochen wissen wir mehr. Genau, spätestens. Ja, jetzt kurz mal ein Thema, zu dem der Max auch sehr oft gefragt wird. Und zwar zu Einsteiger, die jetzt in den gewerblichen Grundstückshandel einsteigen wollen. Ja. Einzelunternehmen oder GmbH? Was ist denn der goldene Schlüssel? Der goldene Schlüssel. Also ich erlebe es ganz oft, dass die Frage oftmals auch eine Eingangshürde darstellt, dass die Leute überhaupt ins Handeln kommen, weil sie ja nicht wissen, was sollen sie machen. Ja, dann gibt es immer noch diese Infizierungen vom Bestand, die gewerbliche Infizierung und so weiter. Da geistern ja ganz, ganz, ganz viele Schreckgespenster rum, die dann oftmals Blockaden hervorrufen und die Leute daran hindern, tatsächlich dann in die Umsetzung zu kommen. Und also es gibt ja da 2 Ansätze, also einmal im Bereich, was ich jetzt für Buy and Hold und einmal im Bereich für Immobilienhandel, also Fix and Flip, Neudeutsch. Und jetzt speziell jetzt mal beim Thema Fix and Flip, also ist es so, dass es überhaupt kein Problem ist, die Deals auf Einzelfirma abzuwickeln. Das bedeutet, du holst dir eine Gewerbeanmeldung, du meldest dein Gewerbe an, kostet 30 Euro, kannst du bei der Gemeinde machen, mit dem gewerblichen Immobilienhandel. Und du kannst im Einkauf die Objekte titulieren, den zuordnen, diesem gewerblichen Immobilienhandel zuordnen, dann sind es auch keine Zählobjekte. Weil es gibt ja diese Zählobjekte, es gibt die Objektgrenzen, die quasi dann deinen privaten Bestand, den du ja irgendwann vielleicht mal nach 10 Jahren steuerfrei veräußern willst, infizieren könnten, wenn du zu viele Objekte in einem bestimmten Zeitraum verkaufst. Und dem kannst du entgegenwirken, wenn du einfach im Vorfeld beim Kauf der Immobilie die Immobilien korrekt titulierst. Dann werden die klare Gewerblichkeit zugeordnet und dann hast du auch keine Probleme. Wie kann man die Titulierung genau machen? Wie ist der Prozess? Also du musst im Endeffekt, also dein Steuerberater soll im Endeffekt beim Kauf des Objektes eine Stellungnahme ans Finanzamt abgeben, dass dieses Objekt quasi gewerblich gekauft wird. Kann man das auch noch ein Jahr danach machen und du hast vergessen? Das das musst du im Endeffekt davor machen oder währenddessen machen, aber nicht danach. Beziehungsweise danach ist es nur unter erschwerten Bedingungen glaubhaft zu machen und vielleicht auch nur im Ausnahmefall. Aber ich bin kein Steuerberater, ich kann jetzt nur aus eigenen Erfahrungen berichten und da habe ich es immer im Vorfeld gemacht. Genau. Und dann kann man auch 100 Objekte abwickeln auf Einzelfirma, ohne dass man da irgendwie einen Schaden nimmt. Man muss natürlich auch irgendwann in die steuerliche Betrachtung mal reingehen, wie man die Gewinne versteuern muss. Da kannst du natürlich auch mal Sinn machen, das in der GmbH zu machen, weil da die Steuerlast einfach ein bisschen geringer ist, als wenn ich mich jetzt im privaten Spitzensteuersatz bewege. Also da gibt es und dann auch noch natürlich die Haftungsthemen, also es sind im Endeffekt so ein paar Betrachtungspunkte. Was die Grundmessage sein soll an dem Ganzen, es soll euch nicht daran hindern, anzufangen. Weil die anderen Themen, die Strukturierungen kann man alle lösen. Ja? Ihr müsst euch einfach da gut beraten lassen vom Steuerberater, der auch wirklich Ahnung hat, um dann das Ganze zu optimieren. Aber anfangen könnt ihr auf jeden Fall auf das Thema mit der Einzelfirma. Und das ist auch eine sehr, sehr geringe Eingangshürde. Man muss keine Stammeinlage hinterlegen, man muss keine Firma bei Notar gründen, man hat keine so hohen Anlaufskosten und kann durchaus die ersten Deals da locker drüber abwickeln. Und dann, je nachdem, wie sich das dann entwickelt bei einem, kann man dann hergehen und quasi dann Strukturierungsoptimierungen vornehmen, dass man sagt, ich mache jetzt eine GmbH, die dann auch sozusagen steuerlich günstiger steht als wie jetzt die Einzelfirma und kann dann da Optimierungen vornehmen. Aber es soll nicht daran hindern. Gibt es eine 14-Tagesfrist beim Einzelunternehmen? Also wenn du mit der GmbH kaufst, hast du ja eine 14-Tagesfrist vom Entwurf zum Notartermin? Ja, gibt's. Gibt's auch? Also immer wenn ein Gewerblicher im Spiel ist, gibt es diese 14-Tagesfrist, also ein Verbraucher und ein Gewerblicher. Zwischen 2 Gewerblichen würde es entfallen. Aber immer wenn ein Verbraucher und ein Gewerblicher beieinander ist, hast du diese Thematik und da kommst du nicht aus. Okay.
Also, ja, aber die Notare finden das auch nicht so toll. Ja, die ganzen, diese 14 Tage zu Frist, die haben da auch wenig Spaß, weil man auch vielleicht auch oftmals Kaufverträge nochmal ändern muss oder anpassen muss. Und da wird immer diskutiert, löst es jetzt die 14 Tage nochmal neu aus oder nicht. Mhm. Aber am Ende des Tages ist man da immer auf der sicheren Seite, wenn man diese 14 Tage abwartet, sobald ein Verbraucher in dem ganzen Konstrukt mit dabei ist. Okay. Und zum Thema Buy and Hold ist es so, dass man da auch aufgrund von verschiedenen Gesichtspunkten entscheiden muss, ob man es auf, praktisch im Privatbestand hält oder ob man dadurch eine GmbH, also in dem Fall, wenn es jetzt Bestand wäre, wäre es eine vermögensverwaltende GmbH, mhm, die steuerlich sehr gut gestellt ist. Aber viele vergessen da immer, dass das Geld zwar weniger versteuert werden muss, aber es liegt dann in der GmbH. Und wenn ich es auf meine Ebene runterziehen muss, muss ich ja wieder Steuern bezahlen. Ja. Also entweder in Form von Kapitalertragssteuer oder in Form von Einkommensteuer, wenn ich es mir als Gehalt ausbezahle. Und das macht dann wirklich nur Sinn, wenn ich dieses Geld nicht verkonsumieren möchte, sondern wenn ich es thesaurieren, wieder anlegen möchte. Mhm. Dann macht es Sinn, über so eine VV GmbH nachzudenken. Und man darf auch nicht vergessen, dass man immer diese steuerfreie Veräußerungsfrist nach 10 Jahren halt verliert, nicht mehr hat. Es gibt bei der GmbH noch andere Spielmöglichkeiten, die 6b-Rücklage zum Beispiel, wo man sowas in der Art auch machen kann, aber halt ein bisschen eingeschränkt und mit vielen Auflagen verbunden. Und somit ist bei Buy and Hold noch die Abwägung viel, viel größer als beim Fix and Flip. Und was ich jetzt immer wieder höre oder immer mehr vermehrt höre, dass Leute sich zusammentun wollen und zusammen GmbHs für Buy and Hold machen wollen. Für Fix and Flip auch, das ist unproblematisch, weil das ja relativ kurze Projekte sind. Aber bei Buy and Hold, wenn ich das mit einem zusammenkaufe, muss ich mir einfach auch bewusst sein, dass ich diesen Geschäftspartner halt dann auch sehr lange an der Backe habe. Und der kann auch mal sterben. Dann kommt der Partner vielleicht, der Lebenspartner, Ehefrau, Ehemann an dessen Stelle. Ja. Und dann habe ich komplett andere Voraussetzungen. Also da sei allen nochmal gesagt, man sollte die Verträge für so langfristige Gesellschafter, Zusammenarbeitung in einer GmbH wirklich auch sehr gut strukturieren und mit allen Eventualitäten schon mal im Vorfeld durchdiskutieren. Was passiert, wenn jemand stirbt? Was passiert, wenn man sich streitet? Was passiert, wenn einer insolvent geht? Was passiert das, das, das? Und man sollte einfach über diese Worst-Case-Szenarien sich im Vorfeld Gedanken machen, ja, um dann nicht irgendwann mit irgendwelchen Erben auf einmal eine Firma zu haben, mit denen man nicht will, oder im Streit dann hier beide verlieren. Also das an dem nochmal als Tipp, nochmal als wichtigen Punkt. Also wenn man das macht, dann sollte man das wirklich auch solide strukturieren. Bei dem 50-50-Thema, also eine GmbH, zwei Gesellschafter, da gibt es eine Klausel, die ich auf jeden Fall empfehlen würde aufzunehmen. Die heißt umgangssprachlich Shotgun-Klausel. Einfach rein, mal gucken und beim Notarvertrag mit aufnehmen. Dann kann, wenn einer keinen Bock mehr hat, sich ablösen zu fairen Bedingungen. Genau, und auch wenn praktisch dann Todesfälle eintreten bei den Gesellschaftern, dass der übergebliebene Gesellschafter die Möglichkeit hat, die Anteile abzunehmen und dann natürlich auch nicht alles sofort bezahlen, weil es kann natürlich so eine GmbH dann vernichten, sondern dass man einfach sagt, okay, man hat halbjährliche Raten auf 5 Jahre aufgeteilt oder so. Ja, genau. Also da gibt es schöne Gestaltungsmöglichkeiten, wenn man da tiefer einsteigt, die man dann ziehen kann. Okay, nochmal kurz zusammengefasst, für den gewerblichen Grundstückshandel würde es wahrscheinlich Sinn machen, mit der Einzelunternehmung zu beginnen. Wenn es steuerlich irgendwann Sinn macht, eine GmbH einzuschalten, dann macht man einfach die neuen Projekte in der GmbH und fertig. Das ist ja nicht so, dass man die umwandeln muss, sondern wird einfach neu. Die neuen Deals werden einfach in der GmbH eingekauft und gut. Richtig. Alles. Und wenn du jetzt wirklich nur mal anfängst und auch nur mal ein Fix- und Flip-Objekt machst und jetzt noch nicht klarkommst mit der Titulierung gewerblich und so weiter, dann, du hast ja ein paar freie Objekte, sage ich mal, die du machen kannst. Aber sei dir dem immer bewusst, informier dich da und spreche mit dem Steuerberater. Alles klar, dann vielen Dank, Max, für deine Einschätzung. Und dir wünsche ich ganz viel Spaß beim Investieren und viel Erfolg. Viel Erfolg.